Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Gartenchaos. Mit mir, Lingwan. Ich habe da noch zwei nette Personen mitgebracht. Die dürfen sich jetzt auch mal kurz vorstellen. Los. Also ich bin der Edgar und ich bin ein guter Freund vom Eddie. Das ist der Ed Master, wenn ich. Ja, Also ich okay. bin da ein Amateur gegen. Wegen Eddie. Ed. Okay. Ich habe noch gerade was im Mund gehabt. Hauptsache noch am Essen, ja, okay, ich ja, hätte vielleicht auch nicht Aufnahme drücken. Ja, egal, nein. Nee, ja, ich bin wieder am Start, Michael. Ja, der Michael, der schon ein paar Mal dabei ja, war und wahrscheinlich der ist, der am meisten meine Videos guckt. Nummer 1. Das war professionell. Mega. Ups, entschuldigt. So, wir fangen einfach mal an. Jetzt habe ich so vom Hocker gehauen. Das ist ein Kartenspiel für dich. Okay, also, hab ich nicht gesehen. Das wird super. Der Endmaster kennt das schon noch. So, Kartenchaos. Das ist im Prinzip, da wird jede Woche eine Challenge aufgebaut. Okay. Und damit müssen wir klarkommen. Dagger stellen ist schon mal was Negatives, weil ich kann das nicht. Dagger, das ist einfach nur, da müssen wir Gedanken machen, du wirst dann immer ziemlich dumm. So ist es. So, ausgetüftelte Standard an. Die Gnome aus Tüftlerstadt testen Optimotron, okay. Keine Ahnung, was das ist. Ihren Kartenbot-Prototyp. Im ersten Zug zieht ihr eine Karte, die 1 kostet, wenn ihr eine im Deck habt. Im zweiten Zug zieht ihr eine, die 2 kostet und so weiter. Geil. Das geht. Das ist gar nicht mal so verkehrt, du. Oh cool, du hast jetzt verschiedene Helden. Yep. Also es ist sogar von den Charakteren aus World of Warcraft. Also ich spiele persönlich ja, kein doch, World of Warcraft, doch, aber... Doch, ich sehe die, ja. Ja, Mann. Was soll man denn holen? Also ich muss sagen, mir gefällt der Priester immer übergeil, aber Markus nicht so Priester-Fan. Ja, Priester finde ich auch nicht so geil. Lass mal. Such dir egal was aus. Ich weiß nicht. Was ist denn geil? So, Schamane sieht schon stabil aus. Aber. Easy. Easy going. Dann holen wir uns am besten nur einen, der. Ich muss halt ein Deck bauen, das aufeinander so ein bisschen aufbaut. Dann so, das kann man ja schon ein bisschen. Bei den Schamanen ist halt wirklich, du holst dir viele starke Sachen, die dann Überladung bringen. Überladung ist im Prinzip, dann ist im nächsten Zug, wenn man die jetzt spielt, den Staubteufel, sind 2 Mana-Kristalle gesperrt. Zug 1 hast du einen Mana-Kristall, Zug 2 hast du 2 und so weiter, bis du 10 hast. Okay. 10 hast du maximal. Und wenn du halt so einen spielst, der halt schon sehr stark ist, hast du aber für den nächsten Zug 2 weniger. Also Zug 2 kannst du nichts spielen. Sprich, ich hole mir den Staubteufel rein, hole mir nichts für Zug 2. Obwohl, doch, den könnte ich schon holen. Der ist immer gut. Ich bin sogar 2 von und den könnte ich mir auch holen. Läuft bei dir. Naja, aber passt. Wenn die Karten kommen, was willst du machen? Ja. Ne? Dann hole ich mir aber noch. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Was könnte man denn mit 0 holen? Was man sich nee, 0. Obwohl, warte. Ab 10 ziehst du ja wahrscheinlich. Wenn dann Heilung der Ahnen. Heilung der Ahnen ist gut. Ja. Du musst halt gucken, dass du einigermaßen ausgeglichen, dass du wirklich bis 10 ziehst. Ja, klar. Also, Heilung der Ahnen kann ich dir so erklären, Spott ist, dass man den Gegner angreift, das Monster angreifen muss, bevor der Held angegriffen werden kann. Oder andere Monster. Ja, okay. So ein bisschen der Tank. Ja. Wird dann zum Tank geführt. Dann holen wir auf jeden Fall Verhexung. Verhexung für den Arsch ist, wenn der Gegner das hat. Gewittersturm ist auch immer gut, Waldgeist ist immer gut. Du musst halt gucken, dass du von allem... Krimmer hin. Du kriegst aber noch die aus dem normalen Deck, da müssen wir die aus dem Schamanendeck holen. Weil aus dem ja, sind auch noch. Krieg mal hin. Okay. Der Eddie kennt sich aus. Mit dem Endmaster an der Seite geht das klar. Ja, natürlich, also Michael ist auch am Start. Ja. Wie kann's. Wie können wir da nur noch verlieren? Ja, das ist echt das ist so. Bald in Know-how. Ja. Ich in einem Platz noch in der Mitte. 7. Da holen wir dann den. Ja. Da holen wir Grohl. Oh, cool. Jeder mag Grohl. Ja, natürlich. dann holen wir den, weil er auch. Ne, 8 brauchen wir eigentlich keinen mehr. Dann haben wir sofort Grohl. Perfekt. Die noch mehr Kranke, weil es eigentlich ist, die ich mit 9 habe und die, dann, den Meeresriese, weil wieso nicht. Ja, und Chutun wäre auch gar nicht so cool. Ne, weil ich halt keine Cthulhu-Karten habe. Aber wir holen uns jetzt noch welche mit Spott. Muss halt nur drauf. Da holen wir uns einfach den, weil der gut ist. Ups. Aber nicht unbedingt 7. Auch andere. Sonnenläuferin, Herr der Arena, Psychotron. Ich fahr mal querfeld ein. Wir holen uns ich würde jetzt den.
Den, weil er welche zum Sport machen kann. Daneben, weil er einfach ein guter Sport ist. Also 3,5 ist wirklich viel wert, weil der kann halt viel nehmen und teilt auch nicht allzu schwach aus. Der hier ist halt blöd in dem Sinne, weil der nur 4 Leben hat. Ne? Das heißt, er wird halt schnell von einem gekillt, der jetzt, sagen wir mal, 4-1 hat. Und das ist halt. Weil wenn die Karten gegeneinander kämpfen, im Prinzip wenn die zwei gegeneinander kämpfen würden, dann würde er zwar sterben, aber er hätte dann noch ein Leben. Der am Ne? nächsten Zug. Ja. Mit Kleinigkeiten halt. Aber den finde Ja. ich halt besser, weil der halt mehr aushält. Und der wäre halt jetzt der Beste für den, aber Vor passt allem schon. ab 5 ist wirklich schon ein bisschen, da muss man ein bisschen nicht anstrengen, den kaputt zu machen, weil die meisten, die so 5 Leben haben, können auch gut austeilen. Oder sind halt Spots, die dann überhaupt nicht austeilen können. Das heißt, die machen auch nicht so viel Schaden. Okay. Und das ist halt dann, da muss man immer. Ab 5 wird so ein bisschen, finde ich so selber, persönliche Meinung, subjektive persönliche Meinung, finde ich, dass das halt selber dann so ein bisschen. Den Kampfrausch kann man immer mal holen. Der ist eigentlich ganz stark. Den Feuerelementar kann man. Einen habe ich schon zweimal. Ja. Okay, dann hol ich den einmal nochmal raus. Dann ist der einfach knapp immer Na, gut. pass auf, du wolltest ja die Überhits, also Stimmt, ich wollte den dadurch, Staubteufel genau, der ist unbedingt haben. eigentlich. Das heißt ab 2 oder 0. Hast du noch was Schönes für 0? Planst du gerade alle Züge oder nur deine Karten? Ja, ich plane jetzt erstmal nur das Deck, das ich dann Ja. benutze, aber das ist für mich schon sackschwer, weil ich Ja, kann das das ist echt halt. nicht. Also für jetzt, also ich finde, normalerweise, ich spiele immer sehr gerne rein zufällig mit Karten, die mir irgendwie gegeben sind. Weil ich Ja. habe nicht alle Karten. Es gibt halt andere, die Ich halt auch krassere nicht. Karten haben und dann wirst du von denen gefickt. Und Okay. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall noch den Millhouse Mana Sturm, weil Millhouse. Ne. Und dann noch Ah, den irgendwas, um Ghoul. kaputt zu machen. Ne, den Ghoul nicht, aber ich hätte jetzt eher an die Kaiserkobra gedacht. Das wäre auch. Das war's, komm. Jo. Wir werden wahrscheinlich eh verlieren, weil ich hasse das. Ich hasse Aber das. was, wir gewinnen jetzt. Ja. Ich hoffe doch. Ja, man Geballtes gewinnt. Know-how. Wir passieren. Ja, gegen mich Ähm, kriegst. also Ziel ist es halt in der Woche einen Kampf zu gewinnen, damit man den Preis eben bekommt. Man muss nur ein Duell gewinnen von Unendlichen und dann hast du den Preis gewonnen. Selbst das kann ich nicht. Theoretisch müssen wir sogar zwei Folgen aufnehmen, weil ich brauche noch eine für Weihnachten. Weil ich Weihnachten ja gar nicht hier bin. Was? So ist aber auch, ne? Also für nach Weihnachten dann die Ja, Woche. Weil eins habe ich noch. So, ich Rächer. bin gegen Jäger. Lasst die Jagd beginnen. Lasst die Jagd Eure Zeit beginnen. ist gekommen. So, Verhexung behalten wir, Verteidigung von. Nee, alles weg, ist alles zu Nee, aber teuer. ich meine, aber du kriegst jetzt pro Zug immer eine neue Karte mehr, die genau das. Ja, Ich meine, du hast den schon, Sport. schon, aber. Nee, den Sport nicht. Eher die Verhexung. Weil Also den das hätte ist ich auch halt behalten. Hard Removal und so, ne? Weil Ah, du kannst per. Aber noch nicht spielen, oder? Doch, jetzt direkt. Den Staubteufel schon, weil das ist ja Sinn der Challenge, dass man eben einen mit Stufe 1 sofort spielen kann. Und dann im nächsten bekomme in der nächsten Runde einen mit Stufe 2 und dann einen mit Stufe 3 und so weiter. Das heißt, das ist, ich könnte eigentlich sau viele Zehner reinpacken, hätte ich so viele. Ja, die könntest du aber auch jetzt in der letzten Runde. Also ruft eine Katze, aber das ist natürlich voll blöd, weil der hat ja jetzt Monster. Den kann ich jetzt nicht spielen, aber das ist nicht schlimm. Dann greife ich den einfach zweimal an. Er hat einfach mal 6 Schaden genommen, ne? So, dann kann ich den im nächsten Zug nehmen. Das ist in Ordnung. Ja. Weil so ein 3-4er passt. Passt. Der macht wahrscheinlich nämlich eh nur Wildtiere und jetzt macht er dann einen hier Ja. rein. Genau. Und den anderen am Base. Das passt. So. Schau, was für Ja, große fuck. Zähne ich Was kann das? Todesröcheln ruft ein Wort. Ein Wolf 3-2 herbei. Das ist eigentlich Voll schon ein bisschen. Ja, übertrieben, das ist ich eigentlich ein hasse bisschen. das. Naja, Seid mit jetzt hier Sport, am. also. Seid jetzt hier am Futtern, ey, das gibt's Was? doch nicht. Nein. Wir sind Profis. Profis Ja, machen sowas ihr nicht. seid Ja, toll. Mann. So, ich überlege mir, ob ich vielleicht gleich den Gewittersturm mache, wenn Der Wolf. der wohl hier reingeht, was mich nicht wundern würde. Ja, das würde ich auch machen. Wenn er es nicht macht, dann greife ich halt Face an, das ist kein Problem. Ich habe da kein Problem mit. Ich muss ein bisschen übers Mikro gucken, weil ich meine Karten hier gar nicht sehe. Was ist genau hier vor? Ich sehe genug für dich, ich sag dir, was du spielst. Bitte nicht. Ich wähle die 3. Ich bin gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. So. Aber jetzt ist der erstmal am Nachdenken, weil er ein scheiß Noob ist. Denn ich weiß, wie man Decks erstellt, so wie wir. Ja, wir sind klasse. Ja. Mm. Mm.
Schneller Schuss, ist nicht blöd. Mit wem geht er rein? Also nicht mit dem Wolf. Das wundert mich ein bisschen. Aber okay, lass machen. Gönner. So, die Copa wäre blöd, die zu spielen. Der Gewittersturm eigentlich auch, weil. Ja. Ich finde Totem gut. Ne? Ja, Totem ist beste Wahl. Ja, nice. Passt. Also das, jeder hat auch so seine Fähigkeit, die kostet dann 2 Mana, die vom Schaman ist halt ein Totem zu rufen. Also gibt es 4 verschiedene. Einer ist ein Spott, einer macht Zauberschaden um 1 größer, der andere kann angreifen, weil er einfach 1-1 hat. Die anderen haben alle 0-2. Und der letzte heilt pro Runde. Aber nicht den Champion, sondern nur die Monster. Und er kann halt 2 Face machen mit seiner. Ah, oh, der hat viele gute Karten, das stört mich. Zufällig stehen auf eurer Hand plus 2 plus 2. Ich werde aber mit dem einen vergessen anzugreifen. Stimmt. Ja, ist es jetzt auch ein anderer Spieler? Nee, ist immer noch derselbe von ihm. Das ist so, der spielt halt, du hast halt diese komplette Lebensanzahl, die musst du halt runterarbeiten und dann hat der andere halt verloren. Und du kannst halt immer mehr Möglichkeiten haben, irgendeine krasse Karte zu spielen. Und. Mit dem habe ich halt schon mal das 7-7. Aber ich meine, auch dass jetzt gerade online ist. Also, wir zocken gerade online. Wir kicken den, ja. Wir können ihm so richtig zum Rage Quit bringen. Also, das ist. Wir können ja mal hier. Ein frohes Winterhauchfest wünsche ich euch. Der E ist so freundlich. Winterhauchfest? Ja. Jawoll. Jawoll. Da gibt es auch schöne Geschenke nach. Ja. Weißt du, so. Ganzen Bitches. Oder so ein Mörser oder. Zwei Coin. Ja, Mann. Zwei Coin. So, wenn du artig warst. Ja, wenn du artig warst. I see what you did there. Coin. Oh, der Typ braucht aber echt lang für seine Züge. Ich bin so schnell fertig. Du denkst halt so wenig nach. Guck mal, der ist. Behindi. Was? Was? Darf man sowas in diesem Internet sagen? Ich weiß es nicht. Ja. Wenn man zu mir sagen darf, geh sterben, hat noch keiner, aber wenn man zu mir sagen darf, geh sterben, dann darf ich auch behindert sagen. Verdammt! Das kriegt dann kaputt. Wenn er will. Verdammt. So, ich bin aber gespannt. Vielleicht hat er auch nicht so schnell im Internet. Der Typ ist doch. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Jetzt hat er den Wolf rausgebracht und. Ah, jetzt hat der Ansturm gehabt, der Ficker. Ah, das ist schlau gemacht, aber dumm für uns. Das passt. Das passt. Wir machen jetzt die Kaisergruppe, das passt. Ja. Weil er kann den nicht killen und er, wenn er angreift, bin ich den los. Dann bin ich den halt los. Egal, wenn die angreift, ist. Ja. Geschichte. Wenn er blöd ist, greift er zuerst mit dem an. Ja. Hoffen wir mal. Ist er wahrscheinlich nicht. Weil das hat er gerade eigentlich ganz klug gemacht. Ficker. Ja, das passt. Weil ich habe ja Verhexung. Das heißt, wenn der jetzt kommt, der hat jetzt Ansturm. Ist ein bisschen blöd, aber ich habe trotzdem Verhexung. Ja. Was ein bisschen ätzend. Ich meine, du kannst gleich cool spielen. Du hast ihn zum Frosch, ne? So ist es. Der Ende rasiert. Nee, nicht wirklich. Momentan werde ich noch rasiert. Ey, er hat 24, du hast 12. Das ist doch noch voll ausgeglichen. Ja. Ey, du hast ihn erstmal kommen lassen, um ihn jetzt zu. Ach, ganz ist das auch. Das ist ein richtig krasses Tor, das ist alles. Das ist alles Taktik. Hat er jetzt gewonnen? Ja. Nein, Mann. Nein, zu mir. Das hat eine krasse Karte. Wie? Seht ihr doch. Oder nicht? Das Leute da draußen. Ja. Oder Handys. Oder Handys. Die Fans von Handys sind sehr flexibel, das ist alles. Ja, die sind. Wir sind schon up to date, ja, doch. Du hast aber trotzdem verloren. Ne, ich hab verloren. Ja, okay. Ich meine, das Deck war halt nicht optimal. Wir haben das Beste draus gemacht, was zu geben war. Ja, es ist halt. Spielen können, aber. Doch, wenn ich die Karten hätte. Meine Fresse. Aber ich versuch's einfach nochmal, oder? Wir können uns ja einen anderen aussuchen. Ich versuch's nochmal und dann versuch ich's mal mit dem Paladin. Weil mit dem Paladin spiele ich gerne. Lass. Okay. Ja. Dann machen wir das. Jetzt machen wir erstmal eine Runde Schaman. Und dann bin ich mal gespannt. Dann wird's lustig. Dann ist ja, dann oh, ja, immer.
ein würdiger Gegner. Das Witzige ist halt, unser erster Zug ist ja gar nicht mal schlecht, weil der Staubteufel, der macht ja 6 Schaden pro Runde, in der ersten Runde. Ne? Den behalte ich auch, weil der hat uns gerade eben auf jeden Fall gefehlt. Den behalte ich auch. Du bist direkt in der zweiten Runde dran, vielleicht kommt da nicht der Staubteufel. Nee, ich bin in der ersten Runde dran. Der wird ja eh weniger, passt. Das ist ein bisschen blöd. Das sind halt jetzt welche, die viele kosten, die kannst du erst im Late Game bringen, wie der Profi sagt. Mhm. Und wie der gewitzte Hearthstone-Spieler. Plus ein Angriff, wenn ihr einen Murloc herbeiruft. Jetzt ist es so, aber wenn ich den spiele, ist er sofort tot. Ja. Weil der kann ja dann angreifen, also dann war's das. Deswegen mache ich ganz klassisch den Untergangsverkünder. Das heißt, egal was er spielt, das stirbt in der nächsten Runde. Weil, wenn ich zu Beginn eures Zuges alle Diener. Das heißt, das ist wirklich einfach nur, damit ich die Oberhand im Prinzip habe. Ne, der greift jetzt mich Face an, weil er einfach noch Schaden gedrückt hat. Und das war's. Ja, so. Deiner ist überhaupt. Ja, aber ich kann den Staubteufel spielen und muss mich nicht sorgen, dass er jetzt groß was bringen kann. Ja. Aha. Ja. Außer er hat was mit Ansturm, aber. Ja, dass es dann direkt angreifen kann. Ja, das Problem ist halt, der hat wohl ein Murloc-Deck und das kotzt mich jetzt schon an. Ja, das ist scheiße. Das sind Murlocs, sind so kleine Ratten, aber Millionen. Okay. Ja, das ist echt, als würdest du gegen einen Haufen Mäuse spielen. Die kann aber nicht, aber kommt ja gut. Also das heißt, der Staubteufel ist auch ineffektiv wie Sau. Achso, du spielst. Ah, ne, das kannst du nicht spielen. Ja, ne, es macht keinen Sinn. Dann würde ich wenigstens traden, weil der greift dich nicht an. Ich würde den Sturm, also ich würde. Wenn er nicht den Staubteufel angreift, dann mache ich Gewittersturm und kann mit ja, okay, angreifen. Also ich mache gar nichts. Wenn er nicht tradet, hat er selbst gelitten. Ja, fick ihn, sage ich dann nur. Fick ihn in den Arsch. Ja, okay, aber er tradet. Ja, super unordentlich. Aber wenn ich das schon sehe, ein Murloc. Ah, scheiß Murloc-Decks. Habe ich auch nicht. Ein Murloc-Deck. Mensch, wenn ich schon eine gute aber ich Karte hätte. Das Star ist halt super für ein Murloc-Deck aufgebaut. Ja, also auf jeden Fall. Wobei, das Problem ist halt, dass das, glaube ich, schon der höchste Murloc. Ja. Aber nee, es gibt noch andere Murloc. Also, ja. Und das ist der stärkste. Das Problem ist halt, die bauen alle aufeinander auf. Da, eure anderen Murlocs haben bloß einen Angriff. Ah, zum Beispiel. So, und jetzt ruft ja der eine noch ein. Ja, dann haben wir und jetzt den sind den die alle. Ah, der ist aber nicht gut. Ja. Zwei machen wir dann fertig. Was ich halt jetzt machen kann, ist. Ja. Wenn ich Glück hab, ja, sind alle tot. Was? Er hat ihn richtig erwischt. In your face. Es bringt mir halt noch nichts. Ja. Aber es kommt vielleicht noch. Nächsten Zug ziehe ich auch nichts Gutes. Das heißt, ich werde wohl einen Totem spielen müssen. Ja, vielleicht zwei direkt. Ja, ja. Ich denke auch. Eure Schulden zu bezahlen. Das ist auch von den neueren Dingen. Ja, die hab ich ja alle nicht. Ja, da kann man als Otto normal sterben, nicht ohne dass man sich ein Decks kauft. So, muss ich mit leben. Zweiten, der würde sofort sterben. Aber im nächsten Zug kann ich was bringen, sag ich mal. Ja, könntest du auch beide bringen. Ich hab keinen Bock mehr, Kids. Das ist ganz uncool. Ja, gegen den kann ich halt nichts machen, ich hab nix. Ja. Naja, es war auch ein Bulli. Ja, sonst hätten wir natürlich. Ja, der macht dich ja trotzdem. Verringert die Kosten eurer Handkarten am Ende eures Zuges um 1. So, das heißt, egal was ich bringe, ich kann ihn nicht killen, das heißt, er hat das nochmal. Ja. So. Macht das Sinn? Du drückst Schaden, der bringt, egal was du reinbringst, der macht das kaputt. Das hat 5-5, ne, das macht keinen Sinn. Ja. Kannst du das Totem benutzen? Das, dafür brauche ich Diener. Oder deine. Das da? Aber das ist zu. Ja, ich muss den hier so schnell wie möglich loswerden. Okay. Es wird nichts. Was mit dem Nerventornbot? Der hat nur 3-4. Ich will den ja loswerden. Ja, nicht viel. Komm. Oh Mann, ist blöd hier. Das ist jetzt schon ätzend. Ja, so Profi-Ausrüstung genervt hat einfach, wenn die. Man hat halt einfach so viel, die steht die ganze Zeit im Weg rum. So ist das als gut verdienender
Let's Play. YouTube. Ich habe noch, hab noch nicht einen Cent hier dran verdient. YouTube Rich Kid. Ja. It Kid. It Rich Kid. It Girl. Instagram. Social. Und so weiter. Eddie Winkelmann. Ist er mir hier? Kicks Golem. Ficker, ey. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, wen ich lieber loswerden will. Also du musst den einen auf jeden Fall. Der die billiger macht. Ja. Plus zwei Angriffe, ist halt blöd. Ich werde den Nervobot auf jeden Fall Den kannst du halt noch nicht spielen. Ich werde den Nervobot, damit hast du nur mal eine Runde. Und dann gegen den simulieren. Der Legendäre macht das alles nur noch schlimmer. Ja, ja. Ich muss es machen. So. Das Spiel ist hammerhart. Ja, das macht er jetzt. Das ist ja das Stone im Haar. Ja. Und? Ja, das ist halt ätzend. Ja. Bin ich ganz ehrlich, da habe ich auch nichts. Ja, das ist halt das Problem bei den Murlocs. Die kannst halt raushauen wie nichts anderes. Ich muss den loswerden. Ja. Der macht mir auch alles kaputt. Der hat aber, der andere hat jetzt nur noch einen Dino auf der Hand. Ja. Außer er hat gerade einen gezogen. Das Witzige ist, der hat ja gerade eben eine Karte gehabt, die Diener auf der Hand verstärken. Mhm. Ne? Die leuchten jetzt so ein bisschen. Ah, ja. Weil die aber dann jetzt eben nur zwei ausgewählt, also ich müsste eigentlich, dass sie nur zwei auf der Hand haben, weil die anderen beiden Karten wurden nie ausgewählt. Was halt sein kann, dass er gerade noch einen gezogen hat, aber jo, mach das. Das ist halt so, ne? Hab ich verloren? Nee, noch nicht. Ach, doch. Ach, ja. Ja, ich hab verloren. Ja. Ah, okay. Paladin. Ja, das ist nicht technisch. Ja, das ist eine andere Klasse, wir müssen das schon ein bisschen smarter. Ja. Ups, das war Schnitt. Das kann man nicht skalieren, das was wir jetzt gerade machen. Ja. Das Problem ist halt echt, ich habe einfach nicht die Karten, die anderen haben. Ja. Woher kriegst du neue Karten? Cash Money oder einfach gut sein? Okay, Cash Money. Cash Pay Money. Ja. Okay, aber wir sind ja gut. Das heißt, wir brauchen das nicht. Ja. Wir können das auch. Auf jeden Fall den Hammerstone. Auf jeden Fall Segen der Könige, auf jeden Fall Weihe. Den Erstzimmer Champion habe ich auch mit. Ragnaros, der Lichtfürst, auf jeden Fall. Geiler Kerl. Den hol ich mit. Ich würde vielleicht auch den Verein gegen das Dunkel. Ich überleg's mir noch. Ich hol ich mit. Dann habe ich den Zug 1. Zug 2 brauche ich nicht wirklich. Weil ich ja den habe und dann. Oh, jetzt hängt's. Oh nee. So, Kids, komm. Danke. Und noch eine Runde. Da steht einfach auf 3 klicken. Da ist der Wurm drin. Meinst du, da wird gerade so eine Sicherung am PC gemacht? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Das laut ist. Ah, jetzt geht's. Fragt man sich halt immer. Woran hat es gelegen, ne? Das ist halt so, was ist machen? Ja. Ist so. Woran hat es gelegen? Ja, du fragst dich halt immer, woran es gelegen hat. Weil es vor allem jetzt gerade läuft, ja? Und dann fragst du dich, woran hat es davor gelegen? Ja, so, weil. Ist so. Ja, fragst dich halt immer. Ja, ist so. Ist so, okay. Ganz ehrlich. Bist du nochmal. Okay. ich hab eigentlich schon eine ganz andere Idee, was wir vielleicht machen könnten. Priester. Kein Priester. Wo ist er? Der Druide, der alte Lutscher. So, da fangen wir nämlich an mit, also erstmal, nee, und dann kommt, wir machen jetzt einen Cthulhu-Druiden. So, das heißt, hiervon kommen beide rein, weil davon habe ich tatsächlich ein paar, und dann mache ich jetzt hier einfach mein Deck draus. Ja, so. Das kann man machen. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch Einser.
Nuller vielleicht auch noch. Na, guck mal machen. Hier, was wir hier so haben. Kreis auf der Natur vernichtet einen Diener. Der zieht dann zwar zwei Karten, aber der Diener ist vernichtet. Ja. Dann hole ich den Raben, weil der ganz geil ist. Ja, für 1, 2, 2 ist eigentlich ja schon richtig. Dann holen wir den Druiden der Klaue, weil der ganz geil ist. Sternenregen. Ich würde aber vielleicht mal gucken, was du dazwischen hast. Sternenregen. Sternenregen. Wow. Pranky, komm mit. Alles geplant. Ja, alles ja. Vorher. Wir haben hier so, wir haben hier so ein Textbuch, so eine Trübung, da haben wir uns alles mal aufgeschrieben, was wir sagen, sonst was, das ist alles mit dabei. Alles nicht geplant, hätte ich ja gar nicht gedacht. Also selbst dieser Dialog gerade. Ja, ja, das, dass wir jetzt auch darauf kommen, nachdem wir die Choreo so ein bisschen super gerockt haben. Mhm. Ja, was auch sehr schwierig war. Wir haben das fünfmal geschnitten. Das war so schwer, halt die Gegner mit einzuplanen dann dabei, weil die mussten halt genau das spielen, was du gedacht hast. Da haben wir schon lange dran gesessen. Also. Ja, und falls ihr euch da draußen fragt, woran hat es gelegen? Fragt man sich immer. Ja, und woran hat es denn gelegen? Bearbeiten. Der kommt nochmal weg und. Und. Wartet. Okay. Kids, ich brauche doch hiervon eine, die. Wichtig. Da. Mal der Wildnis. Und. Die davon hätte ich aber gern noch eine. Eramana-Kristall? Nee, das ist ein Zug weggeschmissen. Ich brauche auch Mal der Wildnis brauche ich im Prinzip Zug 1. Das hätte ich Zug 1 brauche ich das auf der Hand und dann kann ich mir das behalten. Alles, bis ich, wo ist er? Wo ist er? Da. Mhm. Den Bärenweber der Klaxi, weil der bekommt plus 5 Leben, wenn Cthulhu mindestens 10 Angriffe hat. Und Cthulhu bekommt schnell 10 Angriffe. Das heißt, ich hole mir einmal Zorn weg und hole mir nochmal Mal der Wildnis. Sicherheit. So, und das probieren wir jetzt. Ich hoffe, wir spielen diesmal auch den würdigen Gegner. Ein Deck, was ähnlich dem jetzt ist, heißt bei mir 420 Blazed. Ja, ich weiß aber nicht wieso. Der ist ein geiler Name. Das ist halt Druide, ne? Ja, das stimmt. Ja. Die sind halt so. Ja. Der läuft durch den Wald, denkt sich, ah, oh, das ist eine Pflanze, ah, oh, da zieh ich doch mal einen Namen. Das ist 420 Blazed. Und rauchst du mir, genau. Ich meine, die sind. Kommt ja auch von früher so. Ich meine, woran hat gelegen? Kids, wir müssen nur eine Runde gewinnen. Nur eine Runde. Dann sind wir fertig. Also, das Star-Karten-Chaos möchte ich auch ehrlich gesagt nicht nochmal spielen. Das ist auch. Mag ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Jäger mag ich auch nicht. Ich finde es am besten, durch, wenn alle zufällige Karten bzw. die gleichen Karten kommen und das Beste darauf anfangen müssen. Ne, wie gesagt. Ich hätte gern Mal der Wildnis. Bitte? Bitte? Ich hab bitte gesagt. Fuck! Oh. Aber der ist auch okay. Ja, okay, zweimal. Der ist auch okay. Dann kommen wir jetzt. Perfekt. Weil das ist, glaube ich, der stärkste Ein-Mana, den es gut im Spiel gibt im Moment. Echt? Ja, 2-2 ist schon übertrieben gut und das ohne Effekt, also ohne negativen Effekt auch. Es gibt einen, der hat 3-2, aber der zieht deinem Helden am Anfang, wenn du ihn spielst, 3 Leben ab. Oh, das ist ja schon ein Trade-off, ne? Das ja, dann machen wir den. Cthulhu plus 2 plus 2, weil das ist seine Fähigkeit. Vielleicht auch im Cthulhu, egal wo er sich befindet, plus 2 plus 2, selbst auf dem Friedhof. Und es gibt eine Karte, die kann Cthulhu vom Friedhof wieder ins Deck mischen. Also das wäre, wenn ich die hätte. Wenn nicht, geil. Ja, eigentlich schon. Ein Geheimnis ist ätzend, da müssen wir aber durch. Da muss man durch. Ich meine, Geheimnis hat jeder, ne? So. Ja, das ist aber eigentlich gut, dass das jetzt schon gelüftet ist. Ja. Das passt. Geht's hier lang? Dann kann ich den spielen. Der am Ende unseres Zuges +1/+1, wo er sich befindet. Also, das ist geil. Das heißt, solange er lebt, bekommt er +1/+1. Und deswegen wird der so schnell so wertvoll. Weil der auf den auf 10/10 zu bringen, sauleicht. Sauleicht. Das ist ein bisschen ätzend. Aber nur ein bisschen. Ja. Das kriegen wir gehandelt. Ja. Allein mit dem Frankenhieb. Bam. Und jetzt führen wir auch schon. Und jetzt haben wir einen 10-10er, das heißt, der hier macht plötzlich Sinn. Geil, ja. Alter. Der da ist auch ganz geil, den überlege ich mir jetzt gleich zu spielen. Ja. So, das, was du jetzt raushaust. Messe-Jongleur ist zu handeln auf jeden Fall. Ja. Er hofft halt jetzt, den zu killen mit einem Messer. Weil, wenn er jetzt ein Monster spielt, darf er ein Messer werfen, auf egal. Oh!
Zack. Oh, komm schon, oh, komm schon. Oh. Nein! Nicht mal. Aber ist okay. Das ist blöd. Ich habe wohl kein 5er-Monster mehr. Dann wünsche ich einen zum Sport. Mal stehen. Ja. Damit er weg ist. Wo soll ich zuschlagen? Und dann habe ich nochmal plus 1 plus 1. Und zu 10 bekomme ich Cthulhu. Weil ich habe keinen anderen 10er. Doch, den Meeresriesen. Ich habe den Meeresriesen reingeholt. Du hast den Meeresriesen reingeholt. Wieso sagst du mir das nicht? Ich habe es jetzt nicht mehr. Tödlicher Schuss, ja, verdammt, egal. Der hat dafür 3 geopfert. Und er greift mit den Hunden nicht an. Perfekt. Egal wo er ist, plus 2 plus 2. Auf jeden Fall. Der muss an meinem Spot erstmal vorbeikommen. Ja. Und darüber spotten wir halt nur. Und das Beste ist, wenn er jetzt einen 6er spielt. Muss immer noch ein komplettes Feld wegschmeißen. Oh Scheiße. Die Bestie. Zum Glück habe ich Kreislauf der Natur. Und? Ach, egal. Dann lache ich drüber. So, das da kann ich jetzt leider nicht machen, weil der muss sterben. Ja. Das heißt. Bap! Dann zieht zwar 2 Karten, aber ist okay, ich habe einen 3-3 dafür bekommen. Mach ich so. Dann mach ich so. Nö, das passt. Ja, das aber der hat bestimmt irgendwas, womit er jetzt den 7-3er kann. Dann habe ich immer noch den. Okay. Und den. Ich habe eigentlich eine gute Hand, um ehrlich zu sein. Richtig gute Hand. Aber dann hole ich gleich den Meeresriesen raus, weil der macht keinen Sinn. Das ist in Ordnung. Hat er wieder 4 Mana verbraucht. Das Schwein. Oh, warum machst du so was? Du hättest magische Bohnen davon kaufen können. Ja, Mann. Ja. Geht ja Bohnenleiter hoch. Und dann bist du gewesen. Millionär. Ja. Ganz einfach. Findest dann die Hearthstone-Gems, die du dann für die Karten tauschen kannst. Und das ist. Du bist dann erstmal Pokémon-Trainer danach. Weil. Soll ich Urtum, whatever, ne? Ja. Urtum des Krieges oder unheimlicher Schrecken spielen? Ich würde Urtum des Krieges, aber als Spott. Okay. Dann ist den anderen nicht mehr dran. Achso, jetzt von wegen, der hat jetzt 2 Kraft, an denen er vorbei muss. Und das ist wahr. Sieht auch gut aus für uns, Kids. Ja. Ist ein nicer Hand. One Night One. Witzigerweise ist es, wenn er auf den geht oder auf mich, hat er verloren. Haha, wie fick ich okay, dann gibt er halt auch. Ja, aber verstehe ich. Ja. Ich meine, wir waren halt die ganze Zeit. GG, well played. GG. Ja, wir haben eine Packung bekommen. Ja. Ich sag mal Ende der Episode. Weil wir haben ja jetzt gewonnen, oder? Ja, jetzt geht noch einer. Einen kriegen wir noch. Einer geht noch? Soll ich ein neues Deck machen oder nein, das läuft, wir gewinnen gerade. Dann hol ich mir aber den Meeresriesen raus. Ja, nicht unterbrechen. Ja, weißt du. So ein Run muss auch gelaufen. Dann hol ich mir doch nochmal Zorn. Immer wütend, weißt du. Muss auch mal konsequent sein. Weil Zorn zieht Karten und das zieht heißt. Zorn Karten? Ja. 10 zahme Zorn ziehen, 10 Karten. Ziemlich zügig. You know. Der macht heute Sachen raus. You know what it is. Yeah. You know what it is. One to the Izzle, two to the house, three for the bitches. Everybody knows that Eddie Winkman is the flow of Nishi and Maho. You did at the other place. She's fucking. That dude never ever ever went. Never ever. Okay. Ever, ever, okay. Kids. Alles gut. Wir haben Mal der Wildnis. Nice. Das ist sehr gut. Die 2 kommen weg. Die kosten zu viel. Wobei cool wäre auch schon. Aber du. Nochmal Zorn ist sehr gut. Für uns Außerwälder ist auch geil. Ich bekomme am Anfang ja eh einen Einser. Mhm. Aber den krassen Einser. Hoffentlich. Piratengauner. Er haltet eine zufällige Karte von der Klasse. Klasse und dann zieht er natürlich Anregen. Oh, danke. Hey, wollt ihr eine Karte durch die kaufen? Wird sich gegen euch erheben. Ficker. Ja, wir werden nicht. Das ist halt sau ätzend. Ja, vor allem für dieses Spiel so. Ja, aber geiler Rabe. Ja, finde ich auch, gell? Ja. Er hat halt den jetzt spielen können, was sau ätzend ist. Interessant. Gut, ja. Interessant. Interesting indeed. Ja, und jetzt halt gegen den einen.
Das ist richtig. Super nice. Kann ich mir irgendwie erzählen. Gib's dir erstmal an. Genau. Hey, boah, haben sie schon gehört? Der hat, haben sie schon im neuesten Video gesehen? Der hat halt straight up ein Todesröcheln-Deck, was mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Was? Nett, an, was wollte ich sagen? Anfass? Ja, das stimmt. Kann ich gar nicht verstehen. Was ich jetzt mache. Ich spiele Zorn. Perfekt. Dann spiele ich Zorn. Um den einfach nur aus dem Weg zu räumen. So, das heißt, es steht ungefähr gleich. Er müsste den angreifen und würde dann selber zwei Schaden ziehen, um den kaputt zu machen. Oder er spielt halt selber was Besseres. Ja. So, im nächsten Zug habe ich einen Vierer-Turn. Das heißt, ich kann auch was spielen. Oder den spielen, weil der auch geil ist. Vielen Dank. Ja. Das würde ich eher machen. Ich würde den anderen erst spielen, wenn du einen Spot hast. So, ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja, perfekt. Weil der und Mal der Wildnis ist die perfekte Kombo, weil dann habe ich einen 6-12 Taunt. Also Spot. Das ist ganz geil. Und wenn du dein. Ja, das passt aber. Passt. Hm. Passt schon. Weil Stufe 6 kann ich ja den spielen und 7 okay. Kann ich dann die Kombo machen. Ja. Das passt auch. Das. Ah, der ist. In Bärengestalt war schon. In Bärengestalt war schon. Ich mach trotzdem lieber das. Geh aber nicht face, nee. Ja. Der Schild macht, dass er keinen Schaden bekommt für diese Runde, wo er den Schild hat. Ja, also wo er angreift, bis er angegriffen wird. Ja. Okay. Das heißt aber, man kann halt wirklich mit nur einem Angriff poppen, egal wie stark der Angriff ist. Aber man kann natürlich auch gegen welche, die halt viel haben, angreifen. Man kommt halt ohne Repressalien raus. Ja. Das ist den es. Muss er jetzt hat er leider geschafft, aber ja. Der ist noch besser. 3-3 und Spot. Weil jetzt habe ich einen 11-11. Und jetzt kann ich dann nachher den und Mal der Wildnis und dann habe ich wieder zwei Riesentaunts. Das ist perfekt. Ja. Läuft nice. Bei uns. So, und bevor C'Thun kommt, kann ich halt noch die ganzen spielen, hier das passt. Das ist ein bisschen ätzend. So, jetzt. Oh verdammt, der hat einen Jade-Golem-Deck. Ist ja schwul. Schwul! ich überlege mir, ob ich hier nicht vielleicht sogar Ansturm nehme. Ansturm wäre auch. Aber ich will jetzt erstmal gleich dann. Haut der jetzt einen Schaden rein? Nein, der haut gar nichts rein. Also C'Thun hat ja. Ill. Ihr habt es gerade nicht gesehen. Ja, der war schon. Ich bin schon ganz schön aroused jetzt gerade. Finde ich gut. Ich hab halt wirklich eine Wand da stehen, das ist perfekt. Ja. Eine Druiden-Schurke oder Schamanenkarte. Ich bin halt ganz ehrlich, 5-3 wären mir nicht wert. Ja, was ist. Das mit dem Entdecken ist zwar gut, das kann aber auch sau schief gehen. Das ist eher so ein Fun-Deck dann. Ja. Ja. Also ja, das kann halt entweder perfekt sein oder sau scheiße. Ja. Buh. Aber ist okay, ich hab ja noch einen 5-10er. Ja, das ist. Ich finde auch diese Jade-Schurken sind immer so. Das ist bei diesen Jade-Golems ist, du rufst einen auf für ein Mana-Kristall. Okay. Beziehungsweise der hat eigentlich eins Leben. Den nächsten hervorbeschwörst durch irgendwelche Karten, hat dann 2-2 Leben. Und immer so weiter. Dann haben sie 10-10 Angriff, wenn du 10 Stück von den Teilen beschworen hast und das kannst du relativ wenig machen. Du musst halt nur so weit kommen und das ist richtig doof. Also wenn. Ja, also wenn du es relativ schnell hinbekommst. Ja. So, jetzt kann er seinen 10er spielen. Wen hast du denn da? Das ist gar kein 10er. Hör auf zu. Okay, das ist blöd. Ja. Obwohl, blöd von ihm aber auch. Warte. 6, 5, das sind 11. Das passt nicht ganz. Ich mach jetzt das. Bap. 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 Das ist schon fest.
Da muss er auch wieder erstmal vorbeikommen. So, wenn er den halt, der hat 5, 4 sind 9, sind 12 und dann hat er halt noch die. Wenn ich aber nachher dann Szenarios spiele, könnte das reichen, eventuell. Eventuell. Und wir ziehen ja gleich Cthulhu. Ja, und wenn du Cthulhu ziehst, musst du das ihn nur ein paar Mal treffen und dann ist es schon. Und er weiß halt, dass 10 bei dir Cthulhu ist. Der muss sich vorher ausschalten. So, der hat zwar jetzt hier ein 5-5er, aber das ist okay. Ja. Deswegen, die werden halt einfach krasser. Bap. Ist genau. Bap. Da spielt jetzt zwar nochmal zwei von denen, aber der hat doch nur einen Angriff, oder nicht? Ne, zwei. Ein? Zwei? Zwei. Ah, zwei. Den aber noch, glaube ich. Ja. Fehler, Kid. Glaube ich. Der hat noch 8, oh, der hat vielleicht einen krassen Zauber auf. Hat gewusst, dass er den Namen kriegt. Hat. Boah, Fehler. Cthulhu. Es sind 13, 13 unten Spot, also. Der muss aber schon weg. Und wenn er den jetzt mehr als dreimal trifft, den macht er. Ja, Cthulhu ist geil. So, jetzt mache ich aber. Tradest du den jetzt weg? Ja. Und jetzt kannst du halt dann. Es wird knapp. Der da wahrscheinlich auch knapp zu wissen hat. Fantastisch. Ja, das ist auch kacke. Weil ich hab glaube ich nichts dagegen. Nee. Das ist echt. Aber das ist ein cooles Deck, was der sich hier gemacht hat. Haben wir die Spot. Ja, den hat er aber auch. Ja, aber was soll ich anders machen? Du musst jetzt noch einen Diener vernichten. Ja, ich weiß halt nur nicht wen. Ohne Todesspot den. Gut gespielt. Todesfrische. Wie viel hat er denn? Wie viel kann er denn aufbringen? Der macht die zwei kaputt. Mit wahrscheinlich dem, dem und dem. Dann hat er noch 15, 15. Damit durch kriegt das andere, er den aber kaputt. Du Jahre bleibst dadurch. Du musst ihn ohne. Ja, aber das da ist auch nur eine Münze, ne? Ja, ne, ist okay, hast recht. Das ist das rentabler. Ja. Rentabel. Ja. Rentabel. Mehr kann ich halt leider nicht machen. Ja. Der hat halt auch, hier allein mit der Karte, der hat unglaublich Garten. Bitte. Ja, also jetzt, jetzt kriegen die zwei, kriegen das dann kaputt, aber ich kann halt nicht angreifen. Jetzt. Ah, der kriegt mich wahrscheinlich so kaputt. Ja, jetzt kriegen die noch 10, das war's. Aber ja, hat Spaß hat gemacht. Hat ein cooles Deck zusammengebastelt. Ja, weil hätten wir halt noch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ich hab's vielleicht auch falsch gespielt, aber hat Spaß gemacht. Der war gut. Naja, so viel dazu. Ah, jetzt machen wir Packung auf, weil ich habe ich habe ganz viele Packungen bekommen. Die hier habe ich nämlich selber noch freigespielt. Ist auch cool. Und jetzt könnt ihr alle dabei sein, wie ich die 6 Packung und die wir gerade eben bekommen haben, aufmache. Mit 7 bestimmt 5 legendären Karte. Oh, das wäre geil. So, was haben wir denn hier? Das ist eine normale. Und? Blöd. 3 Priesterkarten. Ficken. Willst du das haben? Nicht. Nee. Tja, das sind halt auch Karten. Ich hab die, glaube ich, sogar alle schon. So. Wenn jetzt vielleicht legendär. Schauen wir mal, ne? Nope. Ist aber eine epische Karte, ja. Und? Okay. Und aber. Ah, das finde ich jetzt schon geil. hier noch ein. Seeteufelstecher. Der nächste Murloc, den ihr in diesem Zug ausspielt, kostet Leben statt Mana. Das ist nice, wenn du. Ah, wobei es gibt keine tollen Murlocs. Ah, Hexenmeister sind halt. Die sind so ein bisschen maso. Ja, ist echt so. Feindliche Diener verlieren verstohlen, hat es auch ganz witzig. Ja. Die hat gerade eben ja schon Mut was gemacht. Und? Dreckige Ratte. Euer Gegner ruft einen zufälligen Diener aus seiner Hand herbei. Aber dafür hat die 2-6 und Spott. Die kannst du relativ früh spielen, wenn du sie auf der Hand hast. Und da muss es nicht heißen, dass der Gegner schon krasse Sachen auf der Hand hat. Doch, ist es. Außer er hat eine krasse Sache auf der Hand und die wird dann gerade. Oh. Und? Auch schon wieder eine epische. So, Jadeblüte ruft einen Jadegolem herbei, erhaltet einen leeren Mana-Kristall, das ist saugeil. Ja, das ist halt, der Jade-Sachen ist übertrieben. Ich kenne da jemanden. Ja. Entdeckt einen Diener mit Spott, das ist auch fett. Das gefällt mir.
Ja. Aber ich mache auch Diener mit Dot Match Spot. Ja. Stellt bei beiden Helden 4 Leben wieder her. Ja, ist okay. Für 1, 2, 2 mit Todesröschung. Ja, das passt, ne? Selten. Jinyu Wassersprecher. Ja, du mich auch. Stellt 6 Leben wieder her. Überladung 1. Oh, aber 3, 6 ist in Ordnung. Ja, und? Glitzer statt Bestibitzer. erhaltet jedes Mal eine Münze auf die Hand, wenn euer Gegner einen Zauber wirkt. Das ist auch ganz interessant. Wenn du einen krassen Sport hast. 4, 6, ne? Ja. Das ist auch nicht schlecht. Kann man guten Sport draus machen. Ja. Was wäre denn das Krasseste, was du ziehen könntest? Also im Prinzip die stärkste Karte wäre, glaube ich, Deathwing mit also Todesschwinge mit 12-12. Die kostet 10. Das, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie die beste Karte ist. Es gibt viele, die halt, also mich würde Ragnaros am meisten freuen. Aber das ist halt auch. Die zieht halt. Schaman, die finde ich geil. Die zieht halt zufällig einem Diener, das hat der andere vorhin gespielt. Der zieht halt am Ende vom Zug, der kann selber nicht angreifen, aber am Ende vom Zug zieht er irgendeinem 8 ab. 8? 8 ist voll viel. Yep. Das heißt, du kannst halt echt, wenn du hinten stehst, der hat 5 Spots da und du spielst Ragnaros, das hat, wenn du Glück hast, kannst du gewinnen. Chemikerin der Kabale erhaltet einen zufälligen Trank auf die Hand. Tränke sind cool. Das ist wirklich ganz interessant. Schattenwüter Verstohlenheit, 5-1 ist halt echt räudig. Aber verstohlen. Ja, aber mit einem Zauber ist auch der weg, ne? Mit einem AOE. Ich finde aber hier die ganzen Morlocks-Karten. Das finde ich ganz interessant. Ja. Redi Aufräumregler ruft hier Murlocks 1-1. Sind halt leider nur 1-1. Pfeilgift Murloc verursacht einen Schaden. Also so viele Murlocs, Alter. Was haben wir da? Vulkanischer Trank fügt allen Dienern 2 Schaden zu. Jo, kann man machen. Wow. Und? Nö. Die Spannung steigt. Nö. Oh Mann. Was haben wir hier? Stellt 2 Leben. Oh, nochmal eine Jalleblüte. Sau geil. Oh, das ist echt cool. Stellt 2 Leben wieder her. Das ist halt. Ja. Forgen halbstark, einfach nur 6-3. Aber 3 finde ich halt kacke als Leben. Das ist mir zu fragil. Ja. Feige Murloc haben wir halt nochmal. Und hier haben wir Kiezinformant. Entdeckt eine Jägerpaladin oder Kriegerkarte. Das ist eigentlich ganz gut. Für 2, 1-1 ist okay. Geht schlimmer auf jeden Fall. Ja. Ich finde die andere halt schlechter als die da jetzt. Legendär. Orange. Den hatte der vorhin. Wir haben jetzt auch schon ein paar reale Golems. Ja. Aber halt Schurke, Schamane, das andere war Druide. Druide. Das ist alles den haben wir zum zweiten, den haben wir zum zweiten. Was haben wir hier? Ja, der Idol ruft ein. Ah, das ist echt geil. Ruft ein Jade Golem herbei oder mischt 3 Kopien dieser Karte in euer Deck. Das heißt, bei Jade Golem kann ich erklären, wenn du ein Jade Golem spielst, wird der nächste, den du spielst, um 1-1 stärker. Ja. Das geht immer so weiter. Und wenn du hier halt die hast. Und dann einfach 3 Kopien ins Deck mischst, kannst du halt im Prinzip, das kannst du unendlich mehr machen und dann im Endeffekt kannst du das allein mit der Karte hochfarmen, das ist auch gut. Richtig geil. Wenn man hier so ein Deck macht. Ja. Theoretisch auf jeden Fall. Brauchst du ja nur die ganzen Karten, Mann. Und ich darf ja auch viel öffnen. So. Rechts unten ist er. Ach, scheiße. Zum zweiten, glaube ich zumindest. Ja. Und stellt bei eurem Helden am Ende aus Hus ein Leben wieder her. Okay, 2-3 ist auch in Ordnung. Ja. Blutzorntrank. Vielleicht einem Diener plus 3 Angriff, vielleicht ihm außerdem plus 3 Leben, wenn es ein Dämon ist. Das ist nicht schlecht. So, so viel dazu. Mein Name ist Ed Wingmann. Ich war der Edgar. Und ich bin Michael. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Hearthstone Kartenchaos. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal Kartenchaos mache. Weil es ist ja jetzt, ich habe jetzt ein Jahr durchgezogen, ja, ne? Es könnte sein, dass es jetzt auch einfach war. Tschüss, auf Wiedersehen, bis dann. Voll bitte nicht. Ciao.